Das olympische Motto, das lautet ja bekanntlich, dabei sein ist alles. Das gilt vor allem für jene Nationen, die zu den Exoten bei den Winterspielen zählen, beispielsweise Osttimor. Die kleine Pazifikinsel befindet sich südlich von Indonesien und nördlich von Australien. Dort gibt es überhaupt keine Skipisten, der höchste Berg ist 900 Meter hoch und im Durchschnitt hat es 30 Grad. Slalomläufer Johann Gut Gonsalves, der nimmt hier an den Spielen teil. Er war ja auch schon in Kitzbühel dabei, hat den Stangenwald erfolgreich umkarft, damals mit 19,8 Sekunden Rückstand auf den späteren Sieger Henrik Christoffersen. Wir haben mit Gonsalves gesprochen und ihn gefragt, was denn Olympia für ihn ausmacht. Johann Gut Gonsalves ist hier. Bei uns ist jetzt Johann Gut Gonsalves, einer der Repräsentanten für Osttimor. Wie bist du denn hierher gekommen? Hier in Pyeongchang. Wir sind gestern Nacht angekommen und ich bin sehr froh, hier zu sein und stolz darauf, mein Land zu repräsentieren. Heute Morgen gab es eine Willkommensfeier und die Leute waren sehr interessiert an meinem Land und ich bin froh, dass ich es hier vertreten kann. People were very interested in my country, so I'm really happy I can promote it. Du vertrittst dein Land seit 2013. Warum ausgerechnet im Skifahren? Ski Racing. Yeah, in 2013 with my family we created the Federation. 2013 gründeten meine Familie und ich die Föderation und davor konnte ich nicht für Timor Skifahren. Und warum Skifahren? Naja, meine Mutter gab mir die Kultur Timors mit und mein Vater die Kultur des Schnees und Skifahrens aus Frankreich. Ich habe mit 2 Jahren begonnen Ski zu fahren und wollte es seitdem machen. Mit 8 Jahren macht ein Freund den Scherz, dass ich bei den Olympischen Spielen mitmache, aber für mich war es kein Scherz. A friend did a joke about me going to the Olympics and it was not a joke for me. So. How many times are you compared? Wie oft wirst du denn mit dem Film Cool Runnings konfrontiert? Very, very often, very often. Sehr, sehr oft. Ich habe auch einen Spitznamen bekommen, Speedy Gonsalves. They call me Speedy Gonsalves because of my name. Du bist auch in Kitzbühel im Slalom gestartet. Kennst du denn den österreichischen Skisuperstar Marcel Hirscher und hast du ihn schon einmal getroffen? Ja, ich bin in 2 Weltcups gestartet. Ich habe Marcel nicht getroffen, aber ich habe mit Manuel Feller gesprochen. Er war neben mir und nicht glücklich mit seinem Lauf. Da habe ich ihn in Ruhe gelassen. Aber ja, es war toll, mit diesen großen Athleten zu fahren. But yeah, it was great to ski with all these big athletes. And you alone, you're the only athlete. Und du bist auch der einzige Athlet für dein Land. Kennen denn die Leute in Timor überhaupt Skifahren? Dort hat es ja meistens 30 Grad. Ski sports in general. So yeah, they actually don't really know what I'm doing here at the Olympics. They don't know much about ski racing, but they know. Sie wissen nicht wirklich, was ich hier mache und nicht viel über Skifahren, aber sie wissen von der Eröffnungsfeier und werden zusehen, wie die Flagge gehisst wird. Das ist für sie ein Highlight. Vom Skifahren wissen sie nicht besonders viel. You do what you have to do, but snow and skiing is very far from them and it's they don't know about it. So yeah. Und verrat uns noch, was ist dein Ziel bei diesen Spielen? Du startest im Slalom. Was möchtest du denn erreichen? So in Sochi, I did the top 50. In Sochi war ich in den Top 50. Das war viel Glück. Ich wurde 43. Aber die Piste war sehr schwer. Es wäre schön, eine Top 30 Position zu erreichen, die Handbremse lösen und 100% geben. We wish you all the best for it. Thank you. Okay. Thank you. Perfect.